Okay, wir sind hier wieder mal beim Flanilla Tales, The Power of Dairyo Chuan. Und wir sind hier nicht nur in einer erhitzten Gegend, nein, auch in einem heißen Kampf. Beim letzten Mal hatte sich uns Condi in den Weg gestellt. Ein Mitglied der JW Bush Administration. Auch wenn der Terminus Administration in diesem Zusammenhang eigentlich nicht 100% Hänselschnauze. Auf jeden Fall, hier hat ein langer und erbitterter Kampf begonnen, den bisher noch keine der beiden Parteien für sich entscheiden konnte. Habe ich eigentlich schon gesagt, dass Instant Hänsel wehe, das sag nicht, hier nicht wirken würde? Was denkst du denn? Als ob sowas jemals in einem Bosskampf wirken könnte. Okay, dann gehen wir hier mal weiter. Ihr kommt an mir niemals vorbei. Was werden wir ja sehen? Es ist die Zeit gekommen, die Schlacht zu beenden. Oh, und tipp gut. Ja. Und wir haben es geschafft. Condi ist gefallen. Und wir kriegen alle ein wohlverdientes... Ich hoffe, der Hänsel kriegt jetzt hier kein wohlverdientes Level ab. Ich kriege auch ein wohlverdientes Level ab. Aber ich hoffe, Himura kriegt keins. Warum? Weil ich Egoist bin und mich nicht für ihn... Fuck! So, das war's. Ich sagte doch, ich werde hier noch nicht sterben. Trivial. Und nun zu George W. Bush. So. Nun sind wir also in George W. Bushs Palast, Festung, was auch immer. Und wir haben hier zusätzlich noch einen Schalter gefunden, der das Eingangstor öffnet, damit wir hier jetzt gemütlich rein und raus spazieren können. Zum Glück kommen die Leute auch nicht da drauf, einfach mal wieder das Tor zu schließen. Nein, das bleibt jetzt dauerhaft offen. Weil George W. durch uns wohl nicht fürchtet. Er hätte natürlich das Tor auch direkt öffnen können, aber dann müssten wir gar nicht durch die Vulkanhöhle durchgehen. Ich heile uns noch mal kurz. Wir haben hier nämlich noch was zu erledigen. Die Fehler der Vergangenheit müssen ausgewühlt werden. Ich glaube, du verpeilst das mit den Truhen, aber auch dieses Mal. So geht's lange hier runter. Trivial! Den zwei Truhen will ich mir jetzt tun. Stimmt, Trainer, fällt doch gar nicht ohnmächtig. Du bist mal wieder ein Blitzmerker. Was glaubst du, warum er keine Erfahrungspunkte bekommen hat damals? Als wir Condi besiegt haben. Ja, es war eine weise Entscheidung, dich heilen zu wollen, weil du anscheinend geistig tot bist. Oh, du gehst mir wieder einfach nur auf die Nüsse. Maurice! 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 Maurice!
Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Maurice! Boah, ey. Er hat doch jetzt echt hier kompletten Schatten. Einfach weiter. Boah, ja, euch hab ich. Ich kann nicht mehr. Irgendwelchen unerklärlichen Gründen ist mein Hals total angeschwollen. Ich brauche jetzt hier mal so ein Halsbonbon. Boah, das geht hier leider nicht. Na gut. Gehen wir weiter. Mal schauen, was uns hier erwartet. Und hey, zwei Chimären. Aber auch die sind keine Gefahr. Hier können wir nicht durch. Trivial! Das hättest du schon merken können, als wir hier das erste Mal vorbeigekommen sind. Hänsel? Ja, passiert gleich was Richtiges. Einfach jetzt hier weiter. Diese Popelshunde nerven langsam. Naja, alles andere nervt genauso. Aber die sind schlimmer, weil die zwei Köpfe haben, die über die Fresse einschlagen. Chimären haben auch zwei Köpfe, oder? Stimmt. Ja, das sind was? Das Wort ist Schwanzköpfe. Nur die Gargoyles haben ja den Dampf in einem Kopf. Gehen wir hier mal weiter. Soll ich dir einen guten Rat geben? Du solltest es so timen, dass du am Ende dieses Teils erst an deinem Ziel ankommst. Dann kannst du es nämlich noch hunderte Male vorher versuchen, es nicht hinkriegen. Und es der Welt dann als einen sofortigen Erfolg ausgeben. Hänsel, halt die Klappe, sowas für mich. Hast du nicht gesagt, dass hier wäre eine Sackgasse? Das meinte ich doch nie so. Wenn ich etwas derartiges gesagt haben sollte, meinte ich eher, dass wir hier nicht weiterkommen, weil wir wieder zurückgehen würden. Aber vergnüglich ruhig mit diesem Stein. Ich bin mir hier
gerade irgendwas sagen? Wenn du irgendwelche Empfindungen mit dir rumträgst und gerade auslassen und durch aufstellen musst, so sei es. Hänsel, ich versuche einfach hier nur weiterzukommen zu diesen Truhen hin. Und okay, wieder einmal hier. Köp. Ja, das hat mir jetzt aber auch nicht wirklich geholfen. Okay, gehen wir einfach hier. Wo müssen wir eigentlich hin? Irgendwo mal wieder nach links rein, nicht wahr? Trivial. Und hier war das nicht, oder? Wie so ein Narr, hier waren wir doch schon. Okay, Hänsel, du hast ausnahmsweise mal recht. Versuch doch nur Zeit totzuschlagen, um später erst im richtigen Raum anzukommen. Echt, was unterstellst du mir denn da jetzt? Also so, du willst mir jetzt hier sagen, ich stehe nur dumm rum und mach nichts? Das sagst du gerade. Und zu Recht. So, gehen wir einfach mal weiter. Das ist jämmerlich. Erbärmlich und zeugt von deinem niederen Intellekt. Zeugt deine Mama gleich von deinem niederen Intellekt. Und gehen wir einfach mit zu den Truhen hin und gut ist dann. So, ich nehme an. Hier war die Sackgasse, wo wir eben waren. Blitzmerker! Okay, gehen wir weiter. Das heißt, die Schatztruhen, die uns fehlen, die sind noch in dem Raum da oben, nicht wahr? Du wirst wahrscheinlich nie verstehen, dass das Norden heißt. Hänsel, Schnauze! Gut. Die Truhen holen wir uns noch. Du hast übrigens noch zwei weitere Truhen nicht geholt. Ja. Am Anfang des Dungeons. Aber da muss man sowieso von der anderen Seite kommen. Woher weißt du, dass es genau zwei Truhen sind? Wir haben die doch gar nicht gesehen. Trivial! Ach, okay, Hänsel, die hole ich mir dann gleich auch noch. Und das hier soll jetzt unsere nächste Herausforderung werden. Wir wollen das schaffen, wo ich bisher dran gescheitert bin. Und zwar auf sehr jämmerliche, klägliche Weise. Um das noch einmal zu betonen. Auch wenn das angemessene Maß deiner Dummheit von Normalsterblichen gar nicht in deren Worten ausgedrückt werden kann. Hänsel? Was soll's? Also bis zum nächsten Mal, dann holen wir uns diese... Nein, das Wort, was du suchst, ist ja... Du, Hänsel, du nervst mich einfach nur. Bis zum nächsten Mal.